Die alte Hauptleitung 1 der Landeswasserversorgung verläuft zwischen Osterbuch bei Aalen und Brech bei Plüderhausen. Sie ist 95 Jahre alt und muss neu gebaut werden. Dabei muss auch die Gemeinde Essingen unterquert werden. Um die Nachteile eines offenen Rohrgrabens inmitten der Wohnbebauung zu vermeiden, wurde als Rohrlegeverfahren der Inliner-Einzug gewählt. Ein vorgefertigter Polyethylenschlauch mit einem Innendurchmesser von 765 mm wird in das vorhandene Gussrohr der alten Hauptleitung 1 eingezogen. In nur 24 Stunden über eine Länge von 632 Metern. Bei diesem sogenannten Swage-Lining-Verfahren wird der Schlauch durch hohe Zugkräfte und einer mechanischen Einschnürung auf der Einzugsseite im Durchmesser so verjüngt, dass er problemlos in das alte Gussrohr eingezogen werden kann. Erst nach dem vollständigen Einzug wird der Schlauch wieder entspannt. Er dehnt sich aus und legt sich somit an die Innenwand des vorhandenen Rohres an. Die Federführung dieses anspruchsvollen Bauvorhabens liegt bei der Firma Pfeiffer, dem Spezialisten für Rohrleitungssanierung aus Dresden. Pfeiffer hat sich bereits früher durch zwei Inliner-Sanierungen an der Hauptleitung 3 ausgezeichnet. In einem Montagezelt werden die einzelnen Rohrstränge aus Polyethylen miteinander verbunden. Rohrenden werden zunächst passgenau zugeschnitten, durch einen Heizspiegel auf 230 Grad Celsius erhitzt, anschließend zusammengepresst und dadurch miteinander verschmolzen. ABS Trenchless aus Olpe ist für den Einzug des Schlauches zuständig. Sie liefern einen Seilberster, der mit einem Stahlseil als Zugmedium und einer speziellen Klemmvorrichtung diesen langen Polyethylenschlauch durchzieht. Dabei treten Zugkräfte von bis zu 85 Tonnen auf. Die Anlage wird von nur einer Person bedient. Zum Abschluss der Baumaßnahmen werden an beiden Enden der Inlinerstrecke passgenaue Verbindungsstücke montiert. Innerhalb weniger Wochen wird so die Hauptversorgungsleitung für den mittleren Neckarraum erneuert und kaum ein Bewohner von Essingen hat davon etwas bemerkt.